klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wenn Gott sich mit mir persönlich beschäftigt, dann ist das auf eine Art und Weise, wie es vorzüglicher, göttlicher, wunderbarer nicht sein kann, was aber meiner Menschlichkeit oftmals völlig gegen den Strich geht. Aber in diesen Behandlungsweisen, wie Gott mich behandelt, wie er mich erzieht, da kann ich lernen. Da kann ich tatsächlich durch züchtigende Erlebnisse kann ich erfahren, Sohnschaft, Kindschaft, ich bin sein Kind, er lässt mich nicht unerzogen herumlaufen, er formt mich, er verändert mich, er gibt mir Sichtweisen und Perspektiven, die ihm entsprechen und nicht meiner alten Wesensart. Und das ist so wichtig und das sind so kostbare Anekdoten, wo ich selber erlebt habe, davon möchte ich euch gerne eine erzählen. Das war bei einer Gelegenheit, da habe ich eine Gruppe besuchen können von armen Leuten, die haben sich versammelt in ihrem Haus. Das waren aber sehr ärmliche Umstände. Ich weiß nicht mehr, wie viel waren es. In einem kleinen Raum eingepfercht, kann man sagen. Es war ein heißes Sommerwetter. Und dort habe ich dann ihnen versucht, Dinge aus der Bibel, die mir kostbar waren, zu vermitteln, ihnen das Wort Gottes nahe zu bringen, sie damit zu bedienen, ihnen zu helfen, ihnen etwas von dem, was mich selber begeistert, ihnen weiterzugeben. Und dann sah ich, weil man denkt oft nicht daran, der Prediger, der sieht ja sein Publikum, der sieht genau, was geht da so vor sich. Und ich sah so diese Schläfrigkeit und dieses eigentlich tiefe Desinteresse, wo ich dann versucht habe, kann ich sie irgendwo abholen, kann ich sie erreichen, was bewirken denn meine Worte hier bei diesen Leuten? Und weil es dann so warm war, dann sah ich, auf der gegenüberliegenden Wandseite war auch ein kleines, altes, primitives Fenster. Und ich sagte den Leuten, wollt ihr nicht das aufmachen, dass ein bisschen Luft geht? Und in dem Moment, wo ich das sage, war plötzlich ein Erwachen. Die Leute von allen Seiten, ja, mach das Fenster auf. Der andere, ja, aber da musst du außen rumgehen, weil von innen kann man es nicht öffnen. Und das war so wirklich ein altes, mit Farbe zugeschmiertes Fenster, wo vielleicht schon unheimlich lange nie geöffnet worden war. Jetzt war das ein bisschen ein Problem. Und dadurch kam jetzt diese ganze Gruppe von Menschen, die Anwesenden, kamen jetzt zu einem Leben. Sie wurden lebendig. Da waren jetzt Worte, da waren jetzt Einwände, da waren jetzt tatkräftige Beteiligungen. Naja, eigentlich doch wunderbar und schön. Aber ich fand es für mich so verletzend, weil ich mir dachte, jetzt schaut ihr das an. Plötzlich leben die, weil im natürlichen Bereich ist jetzt irgendwas los. Das Fenster muss geöffnet werden. Okay, wir haben es geöffnet und so. Und ich habe dann weitergeredet und dann kam wieder diese Müdigkeit, diese Schläfrigkeit, dieses Tiefe. Wo packt mich das? Wo ist das Publikum, wo mitgeht? Wo, oh ja, ja, Mann, dafür warte ich schon so lange, um so etwas zu hören. Das ist gewaltig, das ist so wunderbar. Gott ist großartig. Oben, ja, bitte. Und das war da nicht der Fall. Und ich war dadurch innerlich frustriert und auch so in meinem Stolz gekränkt, dass ich mir gedacht habe, und auch so, natürlich habe ich mir nichts anmerken lassen, aber in meinem Herzen überlegt habe und Gott gesagt habe, wenn ich jetzt so ein Fenster wäre, dann hätte ich mehr Andacht als wie hier in meiner Rolle als Prediger. Was ist das? Was mache ich? Und ich war dann auch so ein bisschen, wie soll man sagen, in meinem Stolz beleidigt und sagte innerlich, also zu der Gruppe gehe ich nicht mehr, da brauche ich gar nicht mehr hingehen.
Herr, was schickst du mich? Die Zeit, die Energie, das Geld, alles, was das kostet, mich hier den Leuten etwas zu bringen. Und die haben so wenig Interesse, wirkliches Interesse, herzensinniges Interesse ist doch da gar nicht da. Was soll das? Ich gehe da nicht mehr hin. Und das habe ich mir so überlegt. Okay, wir haben uns dann verabschiedet, sind dann gefahren wieder zum nächsten Treffpunkt von Menschen. Und dann hatte ich eigentlich gemeint, innerlich so, ja, das ist doch okay. Meine Perspektive von der Angelegenheit, das stimmt doch, das ist doch, so ist es doch. Wie ist es anders? Das ist doch die Realität. Ich sehe es doch, vor Augen habe ich das. Und wie ich darüber nachdachte, kam eine, das war jetzt keine Stimme Gottes oder wie soll ich sagen, aber in mein Gemüt kam eine Umwandlung, eine andere Denkweise, dass ich mir gedacht habe, und was, lieber Matthias, wenn du ganz verkehrt liegst, was, wenn es so ist, und dann kam es mir so, wenn Gott zu mir jetzt reden könnte und sagen würde, und in meinen Gedanken hat er mir das hineingesagt, nein, nein, für diese Beleidigtsein, für dieses in deinem Stolz verletzt sein, bekommst du keine Unterstützung von Gottes Geist, da ist keine Resonanz, die mitschwingt, ja, du armer Prediger, das ist halt die verkehrte Gruppe, ich muss dich irgendwie mehr dahin schicken, wo viel mehr Leute und viel mehr Interesse ist, ja, das Arbeitsfeld, ich schicke dich das nächste Mal nicht mehr dorthin. Nein, innerlich kam ich zu der klaren, gedanklichen Schlussfolgerung, dass Gott zu mir sagt, und wenn ich dich in den Wald schicken würde, um den Bäumen Zeugnis zu geben, dann musst du gehen. Das ist übergeben sein. Das ist gehorchen, auch dort, wo es mir menschlich gesehen nicht gefällt. So wahr. Was ist Gottes Perspektive? Was ist meine Perspektive? Und so jetzt nicht nur in dieser Situation, sondern jeder von uns hat zigtausende von Umständen, wo wir mit unserer Reaktionsweise, wenn sie menschlich ist, zeigen verkehrte Gesinnungen, verkehrte Einstellungen, beleidigter Stolz oder sonst irgendwelche Dinge aus dem Fleisch, wo nicht abgedeckt sind mit der Schwingung des Heiligen Geistes, wo ganz anders denkt über diese Situation. Und ich habe mich dann wiedergefunden in einer Spiegelung, wie mag der Heilige Geist jetzt über diese ganze Angelegenheit denken. Der große Gott von Himmel und Erde, er macht diese Möglichkeit und er gibt mir jetzt keine Möglichkeit in einem Fußballstadion, mein Zeugnis vor Tausenden von Leuten zu bringen, was natürlich meiner Person und meinem Stolz viel mehr schmecken würde. Da käme ich nämlich auch mehr zur Geltung und wäre da nicht so der Beleidigte. Das zählt alles nicht. Das zählt nicht. Mensch, was zählt, ist etwas anderes. Was zählt, ist die Gesinnung meines Herzens. Und da kann ich bei mir anfangen. Und da geht die Züchtigung, die Erziehung Gottes los. Und sie will mich verändern und überzeugen. Und ich kam tatsächlich zu der tiefen Überzeugung, dass Gottes Geist mir klar gemacht hat, was weiß denn ich, was während ich dort gepredigt hatte und mir der Anschein war, die Leute haben doch gar nicht weiter tieferes Interesse, was weiß ich, was Gottes Geist doch gewirkt haben mag. Vielleicht nur durch ein Lächeln, durch eine Freundlichkeit, dass man an sie denkt. Was bedeutet es für sie, um dann vielleicht doch eines Tages mit tiefgreifendem geistlichen Interesse ihre Bibel hervorzunehmen und zu lesen? Ich weiß es doch nicht. Was wirkt Gottes Geist im Stillen, im Verborgenen, wo ich nicht sehe? Und so kam ich zu der Überzeugung, Matthias, du bist verkehrt gewickelt. Gottes Wicklung ist ganz anders, Gottes Perspektive. Wenn er mich dort wieder hinschickt, will ich williglich gehen und gehorsam ihm folgen. Darum geht es. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und ich habe zu lernen. Und was
Jesus selber sagt, wir lesen in der Bibel, er, Gottes Sohn, musste in dem, was er litt, gehorsam lernen. Das war Gottes Sohn. Mensch gewordener Gott hat etwas zu lernen. Gehorsam im Leiden. Natürlich, das sind Dinge, die erleiden wir. Die erleidet meine Menschlichkeit. Und es ist gut, dass ich das erleiden darf und dass ich mich daran umwende, hinwende zu Gottes Perspektive. Dass ich das erlebe und das wieder weitergeben kann, damit ich sehe, worum geht es ihm. Gott ist der Erforscher unserer Herzen. Er sieht die Gesinnungen. Und das ist so köstlich und das ist so wichtig. Darum, das hat Ewigkeitswert. Alles andere, was ich nur menschlich meinen könnte, was für mich, für meine Person, für mein Ego, auch mein frommes Ego, vielleicht irgendeine Rolle spielen könnte, das zählt gar nicht. Da steht der eine Vers, das, was vor Menschen hochgeachtet, hochgehalten wird, das ist vor Gott ein Greuel, eine Nichtigkeit, etwas Negatives kann das sein. Und ich denke mir, in dem Moment, wo ich, Mensch, die Perspektive Gottes annehmen kann, akzeptieren kann und verstehen lerne, worum geht es Gott? Was ist ihm wichtig? Dann lösen sich in meinem Leben sehr, sehr viele Fragezeichen, die ich habe. Warum bin ich in diesen und jenen Umständen? Dann wird es Licht. Da kommt Licht in meinen Tunnel und das ist ein Verständnislicht, ein Erkenntnis. Gott, da gibt es doch keinen Tag in meinem Leben, wo du Dinge geschehen lässt, nur so aus dem blauen Dunst, die weiter gar nichts bedeuten und die gar nicht irgendwie wichtig werden. Gott hat alle Tage in sein Buch geschrieben, die erst noch werden sollten, bevor sie überhaupt existent waren. Kann ich mir das vorstellen? Nein. Aber ich kann jubeln und jauchzen in meinem Gott, dass alles, aber auch alles, was da minimal und maximal in meinem Leben sich abspielt, dass es von Bedeutung ist und dass es Sinn macht. Ein sinnerfülltes Leben, das ist doch das, was uns glücklich macht. Mit Jesus leben heißt nicht sinnlos da irgendwie da hin vegetieren, das war doch früher der Fall für mich, weswegen ich in die allergrößte Verzweiflung geraten bin und mir sogar selber das Leben nehmen wollte, weil ich nicht mehr gesehen habe, warum lebe ich überhaupt? Lohnt sich eine Existenz, so wie ich sie geführt habe, ohne Gott? Nein, hat sich für mich nicht gelohnt. Aber seitdem ich Jesus kenne, weiß ich um höhere Bestimmung. Göttliche Perspektiven. Und da ist die Lösung, die Auflösung. Alle meine Warums und Wiesos und dieses und jenes, da löst sich der gordische Knoten. Fantastisch, herrlich. Und das macht mir dann wieder Mut, wenn ich auf solche Anekdoten zurückblicke. Köstlich, einfach köstlich. Um dann eben keineswegs so zu Schluss zu folgern, wenn über meinen Lebensweg sich irgendwelche Ungereimtheiten entwickeln und ich nicht verstehe, was soll das alles, wieso passiert das bei mir? Nein, zu wissen, Gott hat die Zügel in seiner Hand, er sitzt auf dem Thron, alles, was mir begegnet ist, ist bei ihm vorbeigegangen, da hat er seinen Stempel, seine Genehmigung dafür gegeben und ich kann lernen. Aber das bedeutet natürlich auch immer für mich, dass ich zurückstehe von meiner menschlich-fleischlich geblendeten Fehlinterpretation. Herr, das darf doch mit mir nicht passieren. Oh nein, das passt doch irgendwie nicht zu mir. Ich musste doch ganz anders von dir behandelt werden. Nein. Was lesen wir in der Bibel? Was haben Leute wie Paulus, wie sind die mit einem Stachel konfrontiert worden? In so vieler Hinsicht, wo Gott ihm zuvor schon sagen musste, dagegen auszuschlagen. Das wird dir sehr schwer fallen. Das wird dir nicht, das ist nichts.
Bleib du Mensch, schön, niedrig, demütig, in der richtigen Herzenshaltung. Und dann kannst du singend in dein Gefängnis hineingehen und dann kann das Erdbeben geschehen, wie er es erlebt hat. So Dinge geschehen aber nicht einfach aus dem nicht geistgemäß verarbeiteten Resonanzen. Geistgemäß kannst du auf Gott reagieren, aber das liegt an mir. Und es ist wichtig zu lernen, worum es dabei geht. Es geht um Jesu Gesinnung, die Gesinnung des willigen Lämmleins von Golgatha. Das ist Gottes Geist, das ist Gottes Grundeinstellung, die ich zu lernen, zu übernehmen habe. Da habe ich mir etwas abzukupfern, das kann ich versuchen, mehr und mehr zu kopieren. Und darum geht es. Das ist Christsein, das ist Heiligmachungsleben, das ist Umgestaltung in ein hochheiliges Bild Jesu. Und da kommt dann tatsächlich die Auflösung. Am Ende unseres Lebens, zurückblickend, werden wir sagen, jeder Tag, jede Situation, Gott dankenswert, lobenswert, wunderbar, die Arrangements, die Orchestrierung meiner ganzen Lebensinhalte, was ich erlebt habe, wann und wie und wo, die Termine, die Gott da eingeschoben hat und wie er das alles, diesen Webteppich meines Lebens zusammengewoben hat. Fantastisch! Super! Gut! Gott, ich danke dir für diese Anekdote. Ich danke dir dafür. Und das erfüllt mich wieder mit der Klarheit, mit der Wahrheit. Das ist Gottes Liebe dahinter. Da steht er voll und ganz da und dann habe ich Frieden. Frieden von ihm, weil ich harmonisch denke, wie er darüber denkt. Das ist eine Einsgesinntheit, eine Einswerdung, mitten in diesem womöglich sehr drastisch, sehr grob, unangenehmen Erlebnissen.